Oh, warte, ich spiele schon. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Ich habe den Namen vergessen, aber ich dachte, der kommt am Anfang eh. Dass es einfach gleich reinstartet, Alter. Wer es noch nicht kennt, das ist das neue Zelda-Game. Blöde Frage. In dem man Zelda spielt. Momentan spielen wir noch Link, aber es kommt noch. Der Grafikstil ist wie das Remake von dem Gameboy Zelda. Der Kampfstil von Zelda ist nur eine komplett andere. Und deswegen spielst du wirklich Zelda. Also du spielst nicht Link Zelda, sondern du spielst die echte Zelda. Oh, ist auch voll ausgerüstet. Warum habe ich unten die Schuss? Ja. Funktioniert natürlich so auch. Gibt es natürlich nur für den Nintendo Switch. Kostet auf Amazon 59,99, glaube ich. Genauso auf Ding auch. Im Nintendo eStore. Ich hab's mir jetzt aus dem E-Store gezogen, weil ich hab's leider verpasst, dass das jetzt schon rauskommt. Und ich hätte natürlich warten können bis zum Wochenende, bis das Spiel dann durch Amazon geliefert wird, aber ich hatte keine Lust, weil es jetzt spielt. Also es wird in höchsten Tönen gelobt. Hä? Ah. Wobei auch gesagt wird, dass es halt sich irgendwie wie ein typisches Zelda anfühlt. Was auch gut ist, wenn ich. Cool, dass man einfach so Nike geschmissen wird. Ich dachte eigentlich, jetzt kommt das typische Zelda-Logo-Zeugs. Du schon wieder. Nerviger Wicht. Obwohl. Dieses Mal kommst du genau richtig. So kannst du der Prinzessin im Jenseits Gesellschaft leisten. Das erzählt er jedes Mal. Oh mein Gott, da war Link unter der Robbe. Ich möchte sagen, hey, ist er schon besiegt? Schwer, dass das sein kann. Instead of Link to the Past. Muss nicht sein, aber cut. Wie halt emotionslos jetzt dann nochmal diesen. Ah, okay, das mache ich gerade selber.
Die Kapuze des Schwertkämpfers erhalten. Diese Kapuze hat der grüne Gewand der Schwertkämpfer zurückgelassen. Damit kannst du dein Gesicht beinahe vollständig verbergen. Weiß ich nicht, dass das Link war? Ich mag den Grafikstil lieber. Wobei ich zugeben muss, so diese... Die Zeldas, die eher ins Reale gehen, oder beziehungsweise so ein bisschen so Link to the Past. Tears of the Kingdom oder Breath of the Wild und so. Sind mir da schon eher was, aber ich mag, glaube ich, eigentlich alles. Außer die ersten. Werde ich mir nie antun. Legends of Zelda, Echoes of Wisdom. Der Blick von dir, wer zur Hölle sei denn hier? Oh, wenigstens einer schaut sich um und ist wachsam. Schon mir so schlimm aus. Was für eine Freude. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Geht's euch gut? Seid ihr auch nicht verletzt? Ganze 7 Tage wart ihr verschollen. Kaum noch jemand rechnet mit eurer Rückkehr. Nach einer Woche denkt ihr schon, oh, sie ist tot. Soldaten haben fieberhaft gesucht, aber nichts gefunden. Wir waren überzeugt, ihr wärt weggezaubert worden. Yippie, Prinzessin Zelda, spiel mit mir, spiel mit mir. Jetzt klafft schon mitten in der Stadt ein Riss, aber wenigstens seid ihr wohlbehalten zurück. Was für ein Riss? Ja. Hoheit, ich möchte euch auch noch einmal ganz offiziell zu Hause willkommen heißen. Als allererstes wollt ihr sicherlich mit dem König sprechen. Oh. Wenn ihr euch wohlbehalten sieht, wird er außer sich leiden vor Glück. Ja. Oh nein, ein Riss ist mitten in unserer Stadt aufgetaucht. Es ist so dunkel da drin, voll gruselig. Was wird passiert, wenn er einen verschluckt? Können wir mal probieren? Träume ich, Prinzessin Zelda, ich bin so froh, dass euch nichts zugestoßen ist. Tag ein, Tag aus hat man euch gesucht, vom Morgengrauen bis zum Einbruch der Dämmerung. Was für ein Glück, dass ihr zurück seid. Prinzessin Zelda, ihr seid zurück? Nun, welch endloses Glück, ich bin so erleichtert, ich glaube, ich muss mich kurz hinsetzen. Betreib ein bisschen, hä? Hey. Ich bin erleichtert, dass ihr unversehrt heimkehren konntet im Schloss. Werden sicherlich alle überglücklich sein. Ach, dieser Riss, der erschien ganz plötzlich. Er scheint sich nicht weiter auszubreiten, aber man sollte sich ihm nicht zu sehr nähern. Gerüchten zufolge verschwinden häufig Leute in Gegenden, in denen Risse in Erscheinung treten. Sie werden weggezaubert, wie wir auch sagen. Noch sind alle Bewohner von Hyrule-Stadt unversehrt, aber seid bitte vorsichtig, wohin ihr auch geht. Man kann den nie wissen. Ja. Zelda, seht euch das nur an, unser trautes Heimat ist erwischt. So kommen wir nicht mehr hinein, was sollen wir denn jetzt tun? Im Zimmer im Schloss beziehen, solange unser Haus in diesem Zustand ist. Ich bin schon so gespannt, was für ein wundervolles Gemächen bei uns wohl überlassen wird. Ist das jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt für derartige Begeisterung und so schönes Haus?
Das musst du gerade sagen. Vorhin warst du noch selbst ganz aufgeregt, als die Nachricht kam. Oh. Naja, ich meine, ein bisschen spannend ist der Gedanke ja schon im Schloss runterzukommen. Runterzukommen, ja. Alter, wie es leuchtet. Jetzt, wer bist denn du? Imper? Ah, willkommen zurück, Prinzessin Zelda. Ich habe mir die größten Vorwürfe gemacht, dass ich nicht beschützen konnte. Ich kann es froh sein, wenn du deinen Rücken irgendwie schützen kannst, dass du keinen Knacks kriegst, Alter. Nachdem überall die Risse aufgetaucht sind, waren die Bewohner von Hyrule-Stadt zutiefst beunruhigt. Nun, da ihr wieder hier seid, werden alle sicherlich neuen Mut fassen. Und ihr seid ganz alleine zu uns zurückgekehrt. Unglaublich, wie viel Energie in euch steckt. Ach, was rede ich da? Vor lauter Freude kann ich mich kaum im Zaum halten. Also los, ihr sollt euren Vater nicht länger warten lassen. Ich bereite derweil schon einmal ein schönes warmes Bad für euch vor. Wie wär's, wenn sie mal erzählt, dass da der, dieser ekle Recke gekommen ist? Prinzessin Zelda, ich bin überglücklich, euch zu sehen. Was ist denn? Wie schön, dass ihr wieder bei uns seid. Gleichzeitig gereicht es uns, euren ergebenen Dienern zum größten Schande, dass wir euch die ganze Zeit nicht ausfindig machen konnten. Ministerin Sinstra hat absolut recht. Bitte vergebt uns, dass wir euch nicht zur Hilfe einkonnten. General Dex, Ministerin Sinstra. Eure Pflichtbewusstsein ehrt euch, aber nun solltet ihr erst einmal vor Freude über die Rückkehr meiner Tochter im Vordergrund stehen. Geliebte Zelda, komm zu mir, damit ich dich richtig sehen kann. Du solltest halt nicht nach oben schauen, sondern nach unten. Wie geht's dir? Bist du das wirklich ganz und gar unverletzt? Ach, was bin ich froh. Nun erzähl uns bitte, was in aller Welt dir zugestoßen ist. Ein blaues Ungeheuer hat dich entführt, aber dann kam ein grüngewandter Schwertkämpfer und hat dich gerettet. Ist das die Wahrheit? Doch dieser heldenhafte Schwertkämpfer wurde daraufhin von einem Riss verschluckt. Was für ein tragisches Ereignis. Hat dir das Leben gerettet, Zelda. Ich wünschte, ich könnte ihm irgendwie helfen. Wenn er von einem Riss verschluckt wurde, dann heißt es wohl, dass er auch weggezaubert wurde. Fürwahr, man kann nur hoffen, dass er noch am Leben ist. Weggezaubert, so nennt das Volk ist doch, wenn jemand plötzlich verschwindet, als wäre er vom Erdboden verschluckt worden. So ist es. Dieses beängstigende Phänomen plagt unser schönes Reich leider beharrlich. Schon seit alter Zeiten geraten regelmäßig Kinder in einen Riss und tauchen die wieder auf. Da schärfen ihnen von klein auf ein, sich darüber von zu hüten, weggezaubert zu werden. Doch bisher konnten nichts verhindern, dass immer wieder jemand diesem Phänomen zum Opfer fällt. Ja, aber gab's das dann schon vorher? Zurück bleibt ein hohler Schmerz der Hinterbliebenen. In letzter Zeit erreicht uns aus allen Regionen Berichte über weggezauberte Personen. Ja, und es betrifft nicht mehr nur Kinder, auch Erwachsene verschwinden spurlos. Was steckt nur dahinter? Die Risse? Auf jeden Fall sollten wir unverzüglich die Suche nach diesem grün gewandten Schwertkämpfer aufnehmen. Eure Majestät. Sammelst du herum? Nun sag schon, was ist geschehen? Es ist schrecklich. Die Risse scheinen gerade an verschiedenen Stellen größtes Unheil anzurichten. Wie bitte? Atme tief durch und berichte uns die Einzelheiten, ja? Jawohl. Hoppla. Blobs. In Sodelia-Dorf wurde jemand am helllichten Tag von einem Riss verschluckt und ist seitdem verschollen. Und auf der Ebene von Hyrule gab es Angriffe durch eigentümliche schwarze Monster. Ist das rassistisch? Keine Ahnung. Sorgniserregend. Immer diese schwarzen Monster. Das erfordert sofortiges Handeln. Dass sämtliche Soldaten antreten. Sie sollen sich schnellstmöglich zum Ausdrücken bereit machen. Jawohl. General Dex, Ministerin Sinstra. Eure Majestät. Sinstra setzt deine Nachforschungen zur Natur der Risse fort. Wir müssen einen Weg finden, die Verschwundenen zu retten. In Ordnung. Dex, du kümmerst dich um die neu aufgetauchten Monster, triff alle Vorkehrungen und führe unsere Truppen in die Schlacht. Zu Befehl. Unser Reich steht vor einer schweren Prüfung. Wir müssen den Ursprung der Risse ergründen und all unsere Untertanen sicher zurückbringen. Ich glaube, der König ist auch gleich weg. Warum zur Hölle geht denn ihr auch da rein? Seid ihr wegen dumm?
Oh, der macht böse Kopien? Wachen? Bringt sie in den Kerker. Wie bitte, die Prinzessin? Zelda, meine eigenen Fleisch und Blut hat diese Risse geöffnet. Wer über eine derart gefällige Macht verfügt, darf nicht frei herumlaufen. Ich würde meinen eigenen Augen nicht trauen, aber General Dex und Ministerin Sinstra haben es auch gesehen. Nun steht nicht herum, nehmt sie sofort in Arrest. Jawohl, zu Befehl. Den Riss im Hintergrund ignorieren die einfach? Man muss die Prinzessin in den Kerker. Was denkt der König sich dabei? Hast du nicht gehört? Der Riss im Thronsaal, den soll Prinzessin Zelda geöffnet haben. Was? Du machst Witze. Dann ist sie wohl auch für alle restlichen Risse verantwortlich. Solange sie lebt, bleiben die Risse bestehen. Ich habe gehört, der König erwägt sogar, sie hinrichten zu lassen, um das Reich zu bewahren. Die Prinzessin aufs Schafott, das darf doch alles nicht wahr sein. Was für eine Aussage? Ja, du ist halt so. Achso. Kannst du mich sehen? Mein Name lautet Tri. Ich wurde auch von diesem blauen Ungeheuer geschnappt, seitdem bin ich in deiner Nähe. Deshalb bin ich dir auch in das Schloss gefolgt. Sagst du mir deinen Namen? Zelda, alles klar. Wenn du hier bleibst, ist dein Leben in Gefahr. Personen, die dich hier einsperren lassen, dieser König, ich habe gehört, wie er gesagt hat, bereitet alles für die Hinrichtung vor. Muss ich dir sofort mitteilen, Zelda. Der Riss hat den König und seine Berater verschluckt und dafür kamen drei andere heraus. Wie Zelda, du hattest ja auch bemerkt, dass mit ihnen irgendwas nicht stimmte. Doppelgänger nennt ihr so etwas interessantes Wort. Jedenfalls ist es hier zu gefährlich für dich. Wir müssen die Verschwundenen aus dem Riss retten und die Wahrheit aufdecken. Wer in dem Riss steckt, kann sich aus eigener Kraft nicht befreien. Aber wenn wir beide zusammen in den Riss gehen, können wir es mit vereinten Kräften vielleicht schaffen. Man hat eine Sicherheit jedoch erst am Vorrang. Lass uns zusammen von hier verschwinden. Merkt er, dass ich da nicht durch kann einfach? Wie, du kommst hier nicht durch? Das macht es natürlich schwieriger. Dann leih ich dir meine Kraft. Ansehen. Du hast den Tri-Stab ausgeliehen bekommen. Die Farben dieses Stabs ähneln Tri, er strahlt eine sanfte Wärme aus. Wenn ich dir etwas in dieser Welt merke, kann ich Echos davon erschaffen. Nicht, was genau du benötigst, aber ich bin mir sicher, meine Kraft für dich nützlich sein. Wenn du etwas glitzern siehst, drücke ZR. Trisch gemerkt. Objekte merken, danach kannst du mit Hilfe von Y ein Echo davon erschaffen. Oh. Das hat geklappt, sehr gut. Auf diese Weise erschaffen Dinge, nennen wir Echos. Wieso wir? Wie viel von denen gibt's denn? Wenn du ein Echo verschwinden lassen willst, dann drücke in der Nähe ZR. Um alle Infos noch einmal verschwinden zu lassen, sehr gerne gedrückt. Okay. Ah, okay. Cool. Ah, er kann maximal drei machen, weil er drei so Schwanzdinger dran hat. Sehr gut, jetzt kommst du hier raus. Dann lass uns gehen. Überall wachen. Holzkiste gemerkt.
Wenn du gedrückt hast, siehst du alle Echos, die du bislang gemerkt hast. Ah. In den letzten ein Krug zu Bruch gegangen, das hat General Dex gehört und ist sofort hereingestürmt. Oh weia, der hat bestimmt den Kopf gewaschen. Nein, ich habe ganz schnell noch einen Krug in den andere Ecke des Raums geworfen. Der Krach hat ihn auf die falsche Fährte geführt. Tja, General Dex ist manchmal echt nicht der Hellste. Starten. Oh, eure Hoheit. Schön, euch wohlbehalten zu sehen. Lasst euch einsehen. Ihr seid doch unverletzt. Wirklich nicht, was mit seiner Majestät los ist, euch zu verdächtigen. Sollt ihr denn für die Risse verantwortlich sein? Was für ein blühender Blödsinn. Was? Der jetzige König ist ein Doppelgänger, ebenso wie der General und die Ministerin? Jemand namens Tri hat euch geholfen und euch einen Triebstab geschenkt? Zelda hat die Kräfte des Stabs sogar schon nahezu perfekt gemeistert. Aber sagt mir eure Hoheit, wo befindet sich diese Tri denn jetzt im Moment? Ich sehe hier niemanden bei euch. Anscheinend kannst nur du mich sehen, Zelda. So, was es nicht alles für wunderliche Dinge auf dieser Welt gibt. Denn seine Sache ist und bleibt jedenfalls nicht zu rütteln. Ich stehe treu an eurer Seite. Der Wahrheit, dass der König hier eine Hinrichtung erweckt, ihr müsst das Schloss auf der Stelle verlassen. Kleidung fällt ihr in jedem sofort auf, also zieht bitte diese Kluft an, die ich euch mitgebracht habe. Oh, aber ragt denn aus eurem Beutel? Achso, das ist also die Kapuze des tapferen Schwertkämpfers, die euch gerettet hat. Sie ist genau die richtige Größe, damit könnt ihr euch euer Antlitz verbergen. Dann schnell, zieht beides an, bevor noch jemand hier aufkreuzt. Ach so. Ist es nicht nur eine Kapuze? Warum muss ich woanders hin? Ah, sie hat auch andere Kleidung angezogen. Du hast die Inkognito-Kleidung erhalten. Dient als Verkleidung und bietet größere Bewegungsfreiheit. Riecht nach Mottenkugeln. Ja, darin solltet ihr euch etwas freier bewegen können. Das ist ausgerochen, sucht sie. Oh je, man ist euch da auf den Fersen. Überlasst das mir. Ja. Werte Impa, wer ist das dort hinter euch? Doch nicht etwa Prinzessin Zelda? Wenn ja, übergebt sie bitte sofort in unsere Obhut. Ich soll sie an euch ausliefern? Diese Bitte kann ich euch nicht gewähren. Okay. Nehmt das hier, eure Hoheit. Impa hat dir ein Notizbuch gegeben. Zwischen deinen Seiten steckt auch eine Karte. Wow. Wobei das vielleicht... Wie euch zu dem Haus, das mit dem markiert ist. Wenn ihr dort meinen Namen nennt, wird man euch helfen. Die Gebiete sind auch einzeln markiert, in die man gehen kann, ne? Da ist sie. In diese Richtung gibt es einen Schleichweg aus dem Schloss. Nutzt ihn für eure Flucht. Heute auf ein baldiges Wiedersehen. Die Impa haut sie alle weg. Alte Knacker-Power. Mysteriösen Risse, Ziel. Yeah, ich kann Bäume machen. Eine Topfpflanze. Als ob diese scheiß Topfpflanze hier unten überhaupt überlebt. Achso. Warte mal, so.
Er ist eine coole Mechanik, also ich gefällt mir. Und ein Bett. Das ist auch geil. Oh, fuck. Auch wenn Betten eigentlich nicht so stabil sein sollten könnten. Ein Rubiner halt, wie das Ding daneben ist. Achso, ne, das hat immer den Mund offen. Okay. Schwerer Felsen gemerkt. Gerade am Anfang können wir bestimmt Geld gebrauchen. Ah, ja. Ich hoffe, die machen dann auch mal moderne Zelda in der Richtung mit der Zelda selber. Noch ein Riss. Solche Risse haben sich schon immer gelegentlich aufgetan. Sie verschlucken Objekte oder gar Personen. Gefährten und mir fällt die Aufgabe zu, sie zu schließen. Doch für einen Riss dieser Größe reicht meine Kraft allein nicht aus. Also es gibt doch mehr von ihnen? Fürs Erste sollten wir uns von hier entfernen. Nicht schon wieder. Achso. Was war jetzt los? War sie zu schnell? Oh ja. Bist du wach denn? Lass uns gehen. Das geht fix. Stein gemerkt. Lass mich mal noch irgendein Monster bekämpfen. Wo sind wir hier? Vielleicht kann dir diese Karte helfen, die du vorhin bekommen hast. Karte zu öffnen, okay. Ich meine, es ist nicht direkt gesagt dasselbe, aber... Ah, ein Monster. Es hat uns bemerkt. Weißt du, wie man gegen Monster kämpft, Zelda? Oh. Warte mal.
Zoll gemerkt. Wie Zoll? Hast du dir das Monster gemerkt? Wenn man Monster besiegt, bleibt etwas Glitzerndes zurück, dass man sich merken kann, wie du es getan hast. Wenn du von Zack gemerkt hast, kannst du echt dazu erscheinen lassen. Monster Echos greifen bevorzugt Gegner an, die du mit Z anvisierst. Echt? Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Schnappt ihn euch! Wie sie aufeinander zustürmen. Wer springt zuerst? Oh, Doppelkill. Oh, da muss ich dann eher einen Stein holen. Seeigel gemerkt. Ah, warte mal. Also jetzt müsste ich den auf mich aufmerksam machen können. Genau. Kann ich dagegen laufen? Ey, ist cool, dass ich die Monster mir merken kann. Oh Mann, Junge, ein 5er Rubin. Hammergeil. Wie kann ich hier eigentlich speichern? So. Ja gut, das war jetzt die fixe erste Folge von Echoes of Wisdom. Also, Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Ich find's jetzt schon geil. Ich muss leider aufhören, weil ich habe da noch was anderes vor, aber ich wollte es auf jeden Fall anspielen und die erste Folge schon mal hochladen. Stark, gefällt mir. Aber ich habe mich schon gesehen, hab dachte ich mir schon cool. Vor allem mit diesen ganzen Haushaltsgegenständen oder ansichtigen Gegenständen und jetzt auch die Monster, was du teilweise rufen kannst und so. Ist schon cool. Ich dachte nämlich die ganze Zeit, du musst vielleicht immer Gegenstände herrufen und dann auf die Gegner schmeißen oder so, aber dass du dann auch selber verschiedene Gegnerarten rufen kannst. Vor allem jetzt dann auch halt die Stacheligel, wo du einfach so hinstellst und dann so, haha, spring doch gegen mich, Penner. Geil. Freue mich schon auf die nächsten Folgen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.